Moin und willkommen hier zum nächsten Video. In diesem Video gibt es ja also keine Hotlap im normalen Hotlap-Modus-Sinne, sondern das ist die Vorqualifikation vom SimGrid World Cup Endurance. Und das ist wirklich also eine Langstreckenserie, 4 Rennen sind das, glaube ich. Und da kämpfen wir hier gerade noch um den Einzug. Muss man sich vorqualifizieren, indem man hier 10 gültige Runden in einer halben Stunde auf Mount Panorama fährt. Die besten 10 Runden im Durchschnitt werden dann hier halt gezählt. Ja, also der Durchschnitt von den 3 Fahrern auch. Und hier versuchen wir uns gerade zu qualifizieren. Also wir sehen hier eine ganze Fahrerliste. Das ist einfach nur ein Trainingsserver zur Qualifikation. Und es ist halt wirklich voll. Es ist 30 Grad warm. Und ja, zu dem Zeitpunkt hier haben wir noch... ja, 8 Liter Sprit drin gehabt. Das war relativ am Anfang, am Ende der Session. Dann sind wir hier eine Runde gefahren. Keine Hotlap, aber die Quali-Runde. Die wollte ich eigentlich einfach mal hier zeigen. Ist ja nochmal was anderes wie im Hotlap-Modus, wo man irgendwie alleine fährt. Alles perfekt. Hier wirklich extrem eng an die Mauern, wie in der Hotlap beim V12 Aston. Das muss auch sein. Viel Schwung mitnehmen, wir werden uns das gleich nochmal von außen angucken. Das war auf jeden Fall meine beste Runde jetzt bis jetzt. Ich bin hier ein paar Sessions gefahren. Wir sehen gleich, oder die Zeit ist ja schon eingeblendet, eine 2.007. Ich war für die Session hier ganz zufrieden. Ich war, glaube ich, 6 oder 7 Zehntel Off-Pace zum ersten. Von daher war das Ganze in Ordnung. War dann relativ nah an Gumball rangekommen, bis auf 2 Zehntel. Wenn ich 2 Zehntel hinter Gumball fahre, der im Aston hier unterwegs ist und der hier die Strecke studiert hat, dann kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Von daher sollte das passen. So, wir gucken mal von außen. Und dann springen wir auch direkt in die Runde von außen. Startnummer 1 ist eigentlich falsch, das ist eigentlich Startnummer 0. Auto hat nichts, da ist kein Teamname, kein gar nichts, wie man hier sieht. Alles in schwarz. Ich denke mir so, das ist eine Vorqualifikation vor einem Meisterschaftslauf bzw. Rennen. Von daher keine Sponsoren, keine Livery, kein nichts. Einfach nur so eine Test-For-Season-Livery. Fahren hier mit einem 2er- oder 3er-Flügel. Ich werde euch das Setup gleich einfach mal einblenden. Ich habe ja hier nichts zu verbergen. Topspeed ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Und man muss sich das mal hier auf der Zunge zergehen lassen. Also die besten 40 Autos kommen weiter. Ich glaube, man muss mindestens 3 Fahrer stellen. 4 geht auch noch. Das bedeutet bei 40 Autos mindestens 3 Fahrer. 120 Fahrer, die sich hier qualifizieren wollen, also mehr, aber die 120 bis 160 Fahrer, die dann hier auch nur reinkommen. Und Platz 40 liegt ungefähr bei einer 2 Minuten 01 niedrig. Ich denke mal, am Samstag wird sich das so bei 2 Minuten, also 2.01.0 im Durchschnitt, alle Fahrer im Durchschnitt auf 10 Runden hier dann einpendeln. Dass man mal sieht, was das denn hier für eine Pace und für eine Gangart ist, die hier an den Tag gelegt wird. Also wir sind noch nicht gefahren hier bei SimGrid. Aber das ist schon wirklich extrem schnell. Hier muss man aufpassen, am Ende, wenn wir jetzt gleich in diesen schnellen Rechtsknick fahren, hier muss ich ganz weit links anfahren, weil über die Hügel, beziehungsweise die Bodenwellen, wenn ich da drüber fahre, dann geht der Wagen, dann springt der Wagen in den Begrenzer. Ähnlich wie beim V12 Aston, keine Ahnung, warum das so ist. Extrem nervig. Verstehe ich auch nicht, muss man einfach dann ein bisschen umfahren. Dann sollte das auch gehen. So, und dann war das die Runde. Ich habe hier noch einen kleinen Bonus-Schmankerl für euch, den wollte ich euch noch eben zeigen. Diese Szene hier auf dem Quali-Server wollte ich euch nicht vorwegnehmen. Ein anderer Fahrer vor mir, zwischendurch läuft man natürlich mal auf Verkehr auf. Muss man halt gucken, dass man da seine 10 Runden irgendwie sauber zusammenkriegt und nicht zu viel im Verkehr zu verliert. Das gehört halt auch noch dazu. Und den haben wir wohl ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt, ein bisschen nervös gemacht. Und dann hat er sich hier ein bisschen im Dipper verbremst und sich einfach mal aufs Dach gelegt. Wollte ich euch noch zeigen. So, wir springen jetzt ins Setup. Bis gleich.
So, wir sind hier im Setup. Wir sehen es jetzt hier schon. Race 33 Grad. Wir haben jetzt nur 30, aber das passt ungefähr von den Drücken. Hier habt ihr dann die erste Seite. Ich klicke jetzt hier wieder schnell durch. Ihr könnt ja einfach wieder Pause machen. Einfach nur, dass ihr das hier dann sehen könnt für die, die das dann nicht über die Seite runterladen. So, dann wäre es das hier gewesen. Dann danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.